Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin in dieser Woche im Urlaub und dementsprechend konnte ich Verletzungen und so weiter aus der Champions League hier oder aus der Europa League nicht mehr berücksichtigen. Denkt da immer dran. Ich versuche die Aufstellung so realistisch wie möglich zu machen und ja, das ist dabei rausgekommen. Viel Spaß bei Augsburg gegen Bayern. Der FC Augsburg hat gegen den SV Werder Bremen 0:4 verloren am letzten Wochenende und der FC Bayern München hat das sicherlich zur Kenntnis genommen. Trotzdem war es hier klar der Fokus auf die eigene Leistung. Man möchte hier unbedingt den Druck auf den BVB erhöhen und so spielten sie von Beginn an auch nach vorne. Die erste Möglichkeit gehörte in der 5. Spielminute Coman, der hier aber noch rechtzeitig gestört werden konnte. Kobel dann mit dem weiten Abstoß, Gregoritsch verliert den Ball an Boateng, der da aufmerksam ist, dann ging es ganz schnell in die Spitze, Lewandowski auf Serge Gnabry und das 1:0 und es könnte für Manuel Baum nicht schlechter losgehen. Klar ist es lange immer gut gegen Gegner sie 0 zu halten, aber besonders gegen München, eines dieser Teams, die dann ganz schmerzhaft werden können und trotzdem hörten die Münchner diesmal nicht auf, nach vorne zu spielen und auch in der Defensive höchst konzentriert aufzutreten. Serge Gnabry, Lewandowski, Goretzka. Kobel kann sich diesmal auszeichnen. War nicht zufrieden mit seiner Vordermannschaft, konnte er auch nicht sein. Die spielten wirklich fahrlässig. Jensen heute in der Startaufstellung für den gesperrten Bayer. Der hatte sich die 5. zuletzt gegen Bremen abgeholt. Ein Schelm, wer was Böses dabei denkt. Vor der Pause dann nochmal die Bayern und es hätte schon lange 0-2, 0-3, vielleicht sogar 0-4 stehen können. Von Augsburg wirklich nach vorne, kein Lebenszeichen. Robert Lewandowski setzt den Kopfball hier aber vorbei. Auch wenn es in der Vergangenheit immer mal wieder dazu kam, dass die Fuggerstädter Bayern München ärgern konnte, so war es hier an diesem Freitagabend überhaupt nicht. Leider kaum ein Zeichen wirklich nach vorne spielen zu wollen. Und die Bayern waren übermächtig, spielten weiterhin extrem stark. Rammes lässt hier Jensen ganz einfach ins Leere grätschen. Dann geht es in der Mitte auch wieder zu schnell und wieder ist es Kobel im Mittelpunkt. Und das ist klar, dieses Zeichen ist für eine Mannschaft nicht gut. Immer wenn der Keeper im Mittelpunkt steht, dann macht die Defensive irgendetwas falsch. Doch der FC Bayern München hätte dann auch langsam den zweiten Treffer erzielen müssen. So ist es immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Ein guter Konter und alles wäre zunichte gemacht. Nächste Chance, 57. Spielminute. Thiago setzt den Ball aber oben in den Winkel. Nicht ganz. Eben ein paar Zentimeter vorbei. Knappe 20 Minuten noch auf der Uhr. Weiterhin von der Elf von Manuel Baum. Kein Anzeichen nach vorne irgendetwas zu leisten. Und jetzt wurde auch bei den Münchnern gezaubert. Alaba wird bedient von Serge Gnabry mit der Hacke. Schauen wir gleich in der Wiederholung nochmal drauf. Das war wirklich sehr schön gemacht. Und sie konnten es sich einfach erlauben. Drei Spieler stehen nur drumrum und kommen nicht mehr an den Ball. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Wieder weiter Abschlag von Kobel. Wieder postwendend. Der Ball aufs eigene Gehäuse. Coman legt nochmal zurück. Rames Rodriguez und diesmal macht er das Ding rein. 84. Spielminute, die Entscheidung in dieser Partie. Und der FC Augsburg legt wieder eine desolate Leistung hin. Doch jetzt wagten sie sich tatsächlich auch mal aus der Deckung. Wir sind schon in der letzten Minute der Nachspielzeit. Einmal über die rechte Seite bitte. Jonathan Schmid und Michael Gregoritsch. Das 1:2, es war die letzte Aktion in der Partie, daher für den FC Bayern München nicht mehr so schmerzhaft. Trotzdem, das offenbart dann wieder doch die ein oder andere defensive Anfälligkeit, die sie vorm Spiel gegen Liverpool sicherlich nochmal besprechen werden. Aber eventuell auch der notwendige Fingerzeig für das Spiel dann unter der Woche. Gregoritsch konnte es noch verkürzen, am Ende ist das ein hochverdienter Sieg, der mit 2:1 deutlich zu niedrig ausfällt. Da holt man sich kurz vor Schluss gegen den VfL Wolfsburg noch ein 3:3 und trotzdem kann man als Freiburger nicht so richtig damit zufrieden sein, da man ja das 4:3 erzielte, das schlussendlich nicht zählen sollte. Der FC Schalke 04 startete hier nach der 1:3 Pleite in München gar nicht mal so verkehrt in die Partie. Die erste Möglichkeit hier nach 4 Spielminuten war es Omar Mascarell, der heute in der Startaufstellung stand. Rudi rückte auf die rechte Verteidigungsposition, da Kelly Jury
Gelb gesperrt, fehlte Freiburg hier also schon früh in Bedrängnis. Aber auch sie spielt nach vorne. Kübler auf der rechten Außenbahn, siegt Yannick Haberer. Petersen dann auf die Mittelposition. Der Abschluss von Vincenzo Grifo auch nicht verkehrt. Und Ralf Fährmann muss eingreifen. Nübel ja dieses Spiel auch noch gesperrt. Ab dem kommenden Wochenende sollte er dann wieder dabei sein. Aber Fährmann machte seinen Job absolut herausragend. Aber Rudi schaltete sich jetzt auch gut nach vorne ein und spätestens hier hätte Marc Uth das 1:0 erzielen müssen. Super Aktion über die rechte Seite, aber dann Schwolo passt auf, hat Glück, dass er den Ball mit der Wade klären kann. Aber auch Standardsituation, ein probates Mittel in dieser Partie. Aus ähnlicher Position hatte Petersen das 2:2 gegen den VfL Wolfsburg erzielen können. Hier trifft er aus spitzem Winkel, aber nur das Außennetz. Otschipka wäre sonst auch auf der Linie sicherlich da gewesen. Kurz vor der Pause dann nochmal die Königsblauen. Konopianka wird nicht richtig angegangen, legt dann auf den mitgelaufenen Weston McKennie ab. Das ist dann aber deutlich zu schwach in der ersten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Eine unterhaltsame Partie, in der es hin und her ging, aber das Tor fehlte noch. Freiburg steht ja einen Punkt vor den Schalkern vor diesem Spieltag und dabei würde es dann auch bleiben, wenn es bei diesem Remis eben auch nach 90 Minuten so 0:0 lauten würde. Aber der FC Schalke 04 wollte das logischerweise nicht auf sich sitzen lassen und kam jetzt auch über die linke Seite mit Amine Harit, die Flanke von Lienhardt noch abgefälscht, sodass Konoplyanka in der 62. Spielminute auch zum Abschluss kommt. Der Kopfball ist aber schwer aus dem Winkel eben noch auf den Kasten zu bringen. Jetzt wurde aber auch Freiburg wieder aktiver im zweiten Durchgang. Grifo, Petersen und Ralf Fährmann muss eingreifen. Viele Kopfbälle, aber auch immer wieder gute Paraden und wenige Zentimeter, die fehlten, um wirklich nochmal erfolgreich zu werden. Doch Freiburg wurde stärker. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite direkt vor der Freiburger Gästekurve reingetreten. Florian Niederlechner. Aber dann war immer noch wieder einer dazwischen. Schalke haute sich rein und wollte hier unbedingt gewinnen. Aber nach vorne war es doch noch etwas zu unkreativ. Und jetzt kamen nochmal die in Rot gekleideten Gäste. Und zwar so durch Nils Petersen. 6. Saisontor, 80. Spielminute. Und die Gästeführung. Aus dem Nichts wäre übertrieben, aber jetzt war wirklich knapp eine Viertelstunde auf beide Tore nichts geboten. Und jetzt schlagen sie zu, die Gäste. Christian Streich vor dem großen Auswärtskuh. Doch der FC Schalke 04 wachte davon auf, wurde nochmal geschockt. Aber die Zeit ist eben auch knapp bemessen jetzt. Keine 10 Minuten mehr. Konoplyanka kommt nicht durch, bringt ihn trotzdem nochmal rein. Marc Uth und Schwolo streckt sich. Hält mit dieser Tat das 1:0 fest. Schalke konnte nicht mehr ausgleichen und so verlieren sie gegen Freiburg, haben jetzt schon 4 Punkte Rückstand und Europa League dürfte dann in dieser Saison wirklich extrem schwer werden. Das direkte Abstiegsduell konnte Hannover 96 zumindest für sich entscheiden, aber da spielte auch eventuell eine frühe rote Karte von Rhein mit hinein, aber Hoffenheim klar nach dem 3:3 gegen Dortmund angestachelt und so starteten sie hier auch sehr gut rein. Sie versuchten es. Das ist Nico Schulz, der nochmal nach dem Schuss von Amiri den Ball in die Mitte legen kann. Und da ist Joe Linton. 9. Spielminute. Erstes Tor in dieser Partie. Bitterkalte Dusche für Thomas Doll. Erstes Auswärtsspiel als Hannover 96 Coach. Da kann er dann auch nicht mehr viel anrichten. Die Hannoveraner waren durchaus gut eingestellt. Wie gesagt, bis dahin ließen sie nicht zu. Nach vorne waren sie aber auch wirklich unsichtbar. Und jetzt waren die Sinsheimer davon angestachelt. Über die rechte Seite. Wieder Joel Linton, der auch gegen Dortmund überragend spielte. Das ist dann Geiger, legt in den Strafraum. Schulz mit dem Abschluss. Sein rechter Fuß ist ja wirklich nicht der stärkere. Das sieht man auch in dieser Situation. Aber man sieht auch, dass das wirklich knapp war und der nur haarscharf am rechten Pfosten vorbeistreift. Esser versucht sich zu strecken, kommt nicht mehr ran. Und dann trudelt der am rechten Pfosten wirklich um Haaresbreite vorbei. Weiterhin die blau gekleideten, die deutlich aktiveren. Das ist wieder Schulz über die linke Seite und Ishak Belfodil macht das 2:0. Doppelpack gegen den BVB, auch hier jetzt wieder erfolgreich. 2:0, sein 7. Saisontor bereits. Und nach langer Anlaufzeit scheint es so, als würde Ishak Belfodil endlich bei einem neuen Verein angekommen sein. Bitte auch, dass Korb da noch minimal dran ist. Esser kann aus der Situation, die auch noch verdeckt war für ihn, nicht mehr wirklich
Kapital schlagen und den Ball nicht mehr erreichen. Nun Hannover 96 gefordert, zumindest das 2:1 erstmal zu erzielen. Aber sie kam noch nicht durch. Geiger macht es aber nochmal scharf für seine eigene Mannschaft. Bakalorz mit dem Abschluss und Nico Schulz dazwischen. Schmeißt sich rein. Gute Aktion des linken Verteidigers. Der war wirklich überall zu finden. Links sowieso immer unterwegs und auch im Strafraum jetzt mit der guten Aktion. 10 Minuten noch bis zum Pausenpfiff und dann die Riesenmöglichkeit für Nikolai Müller. Doppelpack-Torschütze gegen den 1. FC Nürnberg mit seinem linken Fuß. Das hätte es sein können. Hoffenheim ließ jetzt etwas Leine und Hannover 96 konnte daraus lediglich keinen Profit schlagen. So stand es 2:0 zum Pausenpfiff. Die Anfangsphase bzw. die ersten 25, 30 Minuten waren eben von Hannover 96 extrem schlecht. Und jetzt laufen sie auch in den zweiten 45 Minuten diesem Rückstand hinterher. Die erste Halbmöglichkeit geschah dann in der 60. Spielminute Amiri. Aber ob das wirklich ein Torschuss werden sollte, sei auch mal dahingestellt. Zumindest ging er auf das Tor oder in die Richtung des Tores von Michael Esser. Stattdessen in der 68. Spielminute Nico Schulz mit einer wirklich nennenswerten Möglichkeit, wo sich Michael Esser auch mal auszeichnen musste. Klasse, wie er da die Hand ausstreckt. Im Spitzenwinkel ist er zur Stelle. Der anschließende Eckstoß, Bittencourt tritt ihn rein. Joel Linton kommt auch ran. Immer wieder diese kleinen Zweikämpfe nach den Standardsituationen gehörten zu 90% den Gastgebern. Und das war vielleicht die Krux an diesem Samstagnachmittag. Jetzt ergaben sich auch Kontermöglichkeiten, weil Hannover 96 drückte, aber eben keine Chancen herausspielte. Belfodil muss hier eigentlich rüberspielen. Macht es dann selber, aber Esser reagiert auch klasse. Ist im kurzen Eck zur Stelle, hält die rechte Hand raus und wischt die dann über den Kasten weg. Dann Nachspielzeit, nochmal Hannover, konnten sie zumindest das 2:1 erzielen. Henrik Weidand ist das, aber Baumann hat den Ball dann auch fest in seinen Händen. Am Ende des Tages geht dieses 2:0 absolut in Ordnung. Hoffenheim war qualitativ einfach unterlegen und für Hannover 96 keine Mannschaft in derselben Kragenweite. Für den VfB könnte es kaum schlechter laufen. Zu Hause gegen Freiburg 2:2 gespielt, spätes Gegentor und gegen Düsseldorf sang- und klanglos mit 3:0 untergegangen. Jetzt kamen die roten Bullen und die sind ja auch nicht so schlecht in der Saison. Und sie spielen von Beginn an so, als würden sie hier gerne den nächsten Auswärtsdreier mitnehmen. Timo Werner gegen seinen Ex-Club testet hier erstmal Ron-Robert Zieler, der hält den Ball fest, aber die anschließende Situation wieder gefährlich für den Stuttgarter Kasten. Halzenberg bringt den Ball in die Mitte. Erstmal nochmal von Kempf geklärt, doch der findet den Weg zurück in den Strafraum und Marcel Sabitzer findet den Weg ins Tor. 19. Spielminute. Die Stuttgarter perplex, was die Leipziger hier nach vorne auffuhren. Und auch jetzt schon hochverdient diese Führung. Hatte sich lange abgezeichnet. Keine 20 Minuten gespielt und der VfB ist wieder in Rückstand. Das war wirklich katastrophal gegen Düsseldorf zuletzt. González verlor man dann noch in der Nachspielzeit. Gomez aber wieder dabei, dementsprechend vielleicht etwas zu verkraften. Und das ging jetzt auch viel zu einfach. Dämme in die Spitze auf Timo Werner. 30. Minute 2:0 und auch für Stuttgart sieht es jetzt wieder ganz, ganz bitter aus. Nach vorne ist es zu wenig, was sie leisten. Nach hinten ebenfalls wirklich schwach. Und auch in der Szene ist es dann eben wieder Timo Werner. Der ist abgezockt gegen seinen Ex-Club, lässt sich dann auch feiern. Diesmal aber ein Geniestreich von Esswein in die Spitze, auf die Davi tatsächlich auch das 2:1. Wie aus dem Nichts kam dann der VfB wieder in die Partie rein, direkt vor dem Pausenpfiff. Kennt man von Leipzig nicht, diese defensive Anfälligkeit. Aber Esswein spielt einen guten Pass und Daniel Didavi bleibt dann vor Gulaschi ganz cool. Und so waren sie dann doch wieder dran, die Schwaben. Man hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber ein 1:2 ist sicherlich dann noch in die richtige Bahn zu lenken. Dazu müsste der zweite Durchgang dann aber wieder besser aussehen. Leipzig ließ sich aber nicht groß verunsichern von diesem Treffer vor der Pause und spielte den nächsten Angriff. Dämme, Halstenberg, eine Körpertäuschung, das ist viel zu einfach. Und in der 55. Spielminute waren es wieder zwei Tore, die diese beiden Mannschaften trennten. Zieler ist noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Christian Gentner wird da stehen gelassen. Wie eine kleine Spielfigur.
keine Stunde gespielt und Leipzig hätte jetzt die Möglichkeit, das Ganze vorzeitig zu entscheiden. Lukas Klostermann, Sabitzer, aber Zielers im kurzen Eck da und der konnte einem wieder leid tun. Hatte jetzt auch nicht unbedingt den besten Job gemacht gegen Düsseldorf, aber der kriegt auch viel auf die Hütte und dann kriegt man eben auch ein paar Gegentore. Jetzt knapp über eine Stunde im Spiel und es war wirklich extrem, extrem schwach. Und weiter noch in dieser Szene, der VfB bekommt wieder keinen Zugriff, zu zaghaft, überhaupt nicht hier am Ball gegen Diego Demme. Der kriegt den Ball dann durch die Beine von Christian Gentner in die Mitte geflankt. Das Gefährliche hier war vorher der Pfostenschuss von Paulsen. Jetzt noch 20 Minuten zu spielen. Konnte der VfB tatsächlich nochmal anschließen. Gomez legt den Ball clever nach außen. Didavi, und was ist das für eine Abwehrschwäche bei Leipzig? Das kennt man so auch nicht. Christian Gentner köpft das Ding ein. Es war wieder ein bisschen eine zusammengeschusterte Innenverteidigung. Mukiele, Orban und zu guter Letzt noch Ilsanka. Aber am Ende wurde es nicht mehr schmerzhaft bestraft. Die letzte Möglichkeit gehörte nochmal Emil Forsberg. Stuttgart kann nicht mehr das 3:3 erzielen. Verliert dann auch verdient mit 2:3. Das war über weite Strecken viel zu wenig und die Defensivschwäche definitiv etwas, was man dringend abstellen muss. Der VfL Wolfsburg tischte einem ein Spektakel auf gegen den SC Freiburg. Am Ende war es ein 3:3, das richtig Spaß machte und vor allem für den neutralen Zuschauer schön anzuschauen war. Gegen den ersten FSV Mainz spielten sie hier von Anfang an gut auf und die Gäste sind ja nach dem 1:5 gegen Leverkusen extrem unter Schock. Und das sieht man auch hier noch, 25. Spielminute. Es gab immer Möglichkeiten und Arnold hier trifft er dann nur das Außennetz, aber die Wölfe waren dichter dran und wieder so haarsträubende Fehler im Spiel nach vorne. Brosinski mit dem katastrophalen Ball. Weghorst, dann geht's schnell in die Spitze. Maximilian Arnold mit dem 1:0. Erstes Saisontor für den Wolfsburger Jungen und was für eine Erleichterung ist das. 37. Spielminute, der VfL geht hier hochverdient bei wirklich schlechtem Wetter in Führung. Müller aus der Distanz gegen diesen wuchtigen Schuss, der zwar nicht direkt in der Ecke einschlägt, aber eben klasse getroffen wurde, ohne eine Möglichkeit, den abzuwehren. Es ging dann in die Pause, dieses 1:0 zum Pausenpfiff ging dann eben auch in Ordnung, weil Mainz nach vorne wirklich zu wenig machte und immer wieder diese Fehler, wie schon gegen Leverkusen. Es war wirklich unglaublich. Als Fan oder als Sandro Schwarz kann man da wirklich verzweifeln und dann auch noch solche Traumtore zu fangen, ist dann der Todesstoß. 48. Spielminute, Maxi Arnold, der hatte heute einen guten Tag erwischt. Mit seinem rechten Fuß setzt er den oben rechts rein. Nicht unbedingt direkt in den Winkel. Müller kommt aber nicht mehr aus den Latschen und erreicht diesen Ball nie im Leben. Nun der erste FSV Mainz 05. Wirklich angebracht, mal hier nach vorne zu spielen. Aaron Martin mit dem Kopfball, aber nun wirklich kein Problem für den Belgier Kuhn-Castells im Kasten der Wölfe. Knappe Stunde gespielt, Eckstoß von der linken Seite, Maxi Arnold legt sich den Ball zurecht, erster Pfosten, Wout Weghorst 3:0 und jetzt war alles entschieden und die Frage war nur wieder, wie viele kassiert Mainz in dieser Woche? Gegen Augsburg 3 kassiert auswärts, zu Hause gegen Leverkusen eben besagte 5 und jetzt schon wieder 3. Defensiv standen sie zu Beginn der Saison wirklich klasse, nun löst sich das so langsam in Luft aus, auf wie es scheint. 25 Minuten noch auf der Uhr, die Wölfe steckt nicht auf. Bruno Labbadia hatte hier die richtigen Worte definitiv auch für den zweiten Durchgang gefunden. Yannick Gerhardt in der 66. Spielminute mit der Möglichkeit zum 4:0 und Maxi Arnold wirklich der Spieler des Spiels, immer wieder auffällig, immer wieder mit Akzenten nach vorne und einer vernünftigen Defensivarbeit. Robin Quaison konnte zumindest dann 20 Minuten vor dem Ende Kuhn-Castells mal wirklich testen. Nimmt den Ball da gut mit gegen John Anthony Brooks, der sich ja gegen Freiburg einen Lapsus erlaubte, wurde hier aber nicht bestraft. Nochmal Maxi Arnold, Weghorst, guter Ball von Giavogi in die Spitze, Josip Brekalo bleibt eiskalt vor Müller, 87. Minute, 4:0, jetzt auch standesgemäß und auch in der Höhe absolut in Ordnung. Die Wölfe zerschlugen hier den ersten FSV und die müssen sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie das in Zukunft noch weitergehen kann. In der Defensive auf jeden Fall komplett falsch eingestellt. Wolfsburg gewinnt hochverdient mit 4:0 gegen den ersten FSV Mainz 05.
Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen, ein regelrechtes Topspiel, das man wirklich als ein solches bezeichnen kann. 10. gegen 8. sieht zwar nicht so aus, aber die schnuppern so dicht an den Europa League Plätzen und beide spielen in dieser Saison wirklich gut auf. Hertha konnte ja zuletzt 3:0 gegen Gladbach gewinnen und so hatten sie hier gegen Bremen die erste Möglichkeit und dann noch das erste Tor. Maximilian Mittelstädt, 18. Spielminute, auch im letzten Heimspiel gegen Bayern München im DFB-Pokal erfolgreich gewesen. Super Ball in die Spitze und dann bleibt er vor Pavlenka eiskalt. Schöner Pass auch. Und aus der Distanz ist dann, wie gesagt, für den Schlussmann der Weser-Elf nichts mehr zu halten. Wie konnte Bremen jetzt darauf reagieren? Sie spielten positiv nach vorne und zwar über Maximilian Eggestein, Gebre Selassie auf Johannes Eggestein. Gebre Selassie! Und ja, Stein musste sich hier das erste Mal auszeichnen. 32. Spielminute, klasse Tat und hier hätte es dann eben schon den Ausgleich geben können. Bremen spielte nicht schlecht, aber nach vorne war es dann doch etwas zu wenig. Trotzdem bekamen sie auch hier ihre Möglichkeiten. Philipp Bargfrede wirft den Ball ein und dann geht es schnell nach vorne. Schöner Ball jetzt hier von Max Kruse auf die rechte Außenbahn. Das ist stark gespielt. Johannes Eggestein, aber Lustenberger kann die Flanke entschärfen. Und ja, Stein hat den Ball dann fest in seinen Händen. Zur Pause stand es 1:0. Die Hertha extrem effektiv. Ein Torschuss bzw. ein Schuss direkt aufs Tor und der saß dann auch. Jetzt im zweiten Durchgang wollten sie es besser machen und erhöhen, nichts mehr anbrennen lassen. Duda gegen Pavlenka, der hält den Ball aber erstmal fest. Keine Stunde gespielt und die Hertha macht jetzt wirklich nicht das fehlerhafte Spiel nach hinten, nur noch defensiv sich einzumauern. Das haben sie auch gegen Gladbach nicht gemacht. Am Ende standen 3:0 und Werder Bremen stand jetzt hier auch unter Druck und hätte dann auch mal gerne selber nach vorne gespielt. Aber die Hertha macht es einfach gut. Dieses Kompliment muss man an diesem Abend ihnen auf jeden Fall machen. Lazaro mit der Flanke und dann macht es Eggestein selber scharf. Klärt den Ball dann aber auch selbstständig wieder aus der Gefahrenzone. Über eine Stunde schon gespielt, jetzt wieder die grün gekleideten Gäste. Bargfrede, Eggestein legt den Ball clever raus und Johannes Eggestein, von seinem Bruder bedient, macht dann zu wenig draus, muss sich vielleicht nochmal wenden, den Ball nochmal stoppen, eventuell ein Handspiel, Videoassistent hat aber nicht eingegriffen. Jetzt konnte die Hertha kontern, das machen sie auch ganz gerne. Selke, Grujic und dann dieser starke Ball auf Ondrej Duda vor Pavlenka. Bleibt er dann aber nicht ganz cool genug. 20 Minuten vor dem Ende hätte das hier schon das 2:0 und die Vorentscheidung sein können. So verzieht er den Ball minimal. Viertelstunde noch auf der Uhr, jetzt wieder der SV Werder Bremen. Kalou kann es erstmal klären, aber die Gäste blieben dran. Ludwig Augustinsson vom 16er und Johannes Eggestein sieht Gebre Selassie auf der Außenbahn. Lazaro und dann die Riesenmöglichkeit und die Riesenparade von Rune Jahrstein. Wie er den hier rausfischt, das sind Paraden mit dieser Reaktion. Die entscheiden Partien, auch wenn er nicht komplett platziert war. Aus der Distanz ist er normalerweise immer drin. 5 Minuten knapp vor dem Ende. Nochmal eine Szene. Schwacher Eckstoß, aber er wird nochmal heiß gemacht. Johannes Eggestein, Kruse. Die Flanke ist nicht so gut. Und Klaassen versucht sich dann im Kunstturn, kann mit dem Fallrückzieher den Ball aber überhaupt nicht mehr vernünftig aufs Tor bringen. Und so sind wir schon in der Schlussphase. Die Nachspielzeit schon abgelaufen. Nochmal ein Eckstoß. Vielleicht jetzt der Lucky Punch für die Bremer, aber Davy Selke, der Ex-Bremer, kann es klären und dann Bargfrede und der Abpfiff. Das war's. Die Hertha bringt diese knappe Führung 1:0 über die Ziellinie und sammelt den Dreier ein im Topspiel. Nicht unbedingt verdient. Bremen hatte am Ende noch die Hand am Drücker, konnte aber kein Tor erzielen. Eintracht Frankfurt konnte sicherlich mit dem 0:0 gegen Leipzig leben, auch wenn man dort eine Chance verpasste, an die Bullen ranzurücken, war es doch eine vernünftige Partie und am Ende konnten sie wirklich glücklich sein, sogar den Punkt mitgenommen zu haben. Hier gegen Gladbach im nächsten Spitzenspiel starteten sie vernünftig rein. Es gab dann die erste Möglichkeit von Fernandes in der 31. Spielminute. Gladbach sehr harmlos bis zu diesem Zeitpunkt, die standen noch unter Einfluss des 0:3 gegen Hertha BSC, aber Dieter Hecking hatte ja immer den Mahnfinger gehoben
Und das auch wohl zu Recht. 10 Minuten vor der Pause. Die Frankfurter wollten es jetzt wissen. Flanke von der linken Seite. Erstmal von Nico Elvedi geklärt. Fernandes macht es dann aber nochmal scharf. Gacinovic, Rebic. Da kommt kein Gladbacher ran. Und der Abschluss von Rebic ist dann aber zu harmlos. Der Schweizer Jan Sommer hält den Ball ohne große Probleme fest. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Endlich mal die Fohlen jetzt über die rechte Seite mit Hazard. Zieht da einmal den Sprint an, bringt den Ball in die Mitte und Lars Stindl macht das 1:0 für die Gäste wie aus dem Nichts. Was für eine Szene. Damit hatte wirklich keiner gerechnet. Alle rechneten hingegen mit dem Pausenpfiff. Der ertönte dann auch nach dieser Szene. Hinteregger verschätzt sich, Hasebe kann nicht mehr eingreifen und Lars Stindl macht das 1:0 für die Gäste. Eintracht Frankfurt machte die deutlich bessere Partie, aber die Chancen und die Tore fehlten noch, zumindest in der Ausführung, die man gerne gesehen hätte als Frankfurter Fan. Jetzt ein Fehler im Spielaufbau, Gladbach aufmerksam, Hazard, Florian Neuhaus und was ist das für ein Tor? 51. Spielminute, Florian Neuhaus, drittes Saisontor. Macht er super. Die Gäste mussten auf Jonas Hofmann verzichten. Dafür Neuhaus und Hermann auf der Doppelacht. Den trifft er gar nicht wuchtig, sondern lupft ihn leicht an. Und für Kevin Trapp ist nichts mehr zu halten. Sie wollten es jetzt wissen, die in weiß gekleideten Gäste. Florian Neuhaus nochmal. Auch der schabt hier knapp am 3:0 vorbei. Hasebe nimmt die Hände an den Körper, um da gar nichts erst zu riskieren. Kevin Trapp wäre geflogen, hätte den Ball dann wohl auch erreicht. Über eine Stunde gespielt, jetzt die Frankfurter wieder. Gacinovic, Fernandes, das ist ein schönes Zusammenspiel wieder in dieser Szene. Jovic, Gacinovic, Gelson, Fernandes. Und es stand nur noch 1:2. Zweites Saisontor. Und weder Haller, Jovic noch Rebic in dieser Szene beteiligt. Spielt keine Rolle, wer die Tore macht, klar, aber trotzdem erwähnenswert, weil es ja nicht so häufig vorkommt. Frankfurt tat sich jetzt aber schwer, nach dem 1:2 gegen die feste Abwehr von Gladbach durchzukommen. Knapp 5 Minuten nur noch auf der Uhr und da ist Sebastian Haller, macht sich da selber das Leben ein bisschen schwer, aber zumindest mal ein Abschluss, den man nochmal erwähnen konnte. Ansonsten war an diesem Sonntagnachmittag nicht mehr so viel geboten und jetzt folgte die ultimative Schlussphase. Konnte Frankfurt noch einmal nach vorne den entscheidenden Impuls setzen? Sie versuchten es über die linke Seite, über Mijat Gacinovic und Filip Kostic. Der ist dafür bekannt, klasse Flanken zu schlagen. Die hier findet aber keinen seiner Mitspieler und dann war es vorbei. Frankfurt verliert tatsächlich mit 1:2. Die Gladbacher melden sich danach nach dem 0:3 gegen Hertha mit einer guten Leistung wieder. Auch wenn sie kaltblütiger waren und es nicht unbedingt verdient ist, nehmen sie den Dreier sehr gerne mit. Das war wirklich ein imposanter Auftritt der Leverkusener gegen den ersten FSV Mainz 05. Und jetzt wollten sie aber Düsseldorfer mit breiter Brust, die ja 3:0 gegen Stuttgart gewann, ebenfalls bezwingen zu Hause. Peter Borsch ja zuletzt mit dem Spiel gegen den FC Bayern erfolgreich gewesen. Und so auch hier von Beginn an. Vierte Spielminute, Julian Brandt. Was für ein Treffer und was der junge Mann für einen überragenden Auftritt hingelegt hatte zuletzt gegen Mainz auch. Das war herausragend und hier erzählt er jetzt die frühe Führung für die Gastgeber. Und die Leverkusener hatten hier auch die Möglichkeit zu spielen, weil Düsseldorf nicht nur verteidigte, sondern eben auch nach vorne auffällig werden wollte. Das ist dann eine Balleroberung von Karim Bellarabi, der hat Pech, dass er nur das Aluminium trifft. Nico Gieselmann kann es dann klären. Keine Viertelstunde gespielt und die Leverkusener mit der nächsten guten Möglichkeit. Kai Havertz mit Bellarabi und Mitchell Weiser hier im Passspiel. Kai Havertz lässt sich den Ball selber durch die Beine und dann ist es wieder Aluminiumpech. Was für eine Szene und die anschließende Kontersituation. Karaman auf John Zimmer, kein Abseits und Leverkusen völlig überrascht und Dodi Luke Bakio mit dem 1:1. 17. Spielminute, der Gästeblock in heller Freude an diesem Sonntagabend. Starke Flanke von John Zimmer und dann kommt in der Mitte Tanić hinterher und Dodi Luke Bakio hält die Pike hin und Radetzky kann nicht mehr reagieren. Was für ein Tor, was für ein klasse Konter und eine Anfälligkeit, die man bei Leverkusen lange nicht mehr gesehen hat.
Sie hat nochmal eine Möglichkeit vor der Pause, aber eben diese Konteranfälligkeit hatte man zuletzt bei Peter Bosz in Dortmund noch gesehen. Sollte er sicherlich aufpassen, dass das nicht in Leverkusen genauso ausgehen wird. Eben nach 45 Minuten dann dieses 1:1 und es war weiterhin eine sehr gute Partie und beide Mannschaften spielten klasse nach vorne und sehr schön Fußball. Julian Brandt und Kevin Volland, Kai Havertz auf Karim Bellarabi. 50. Spielminute, fast das 2:1 für die Gastgeber. Das wäre schon möglich gewesen, aber heute waren sie nicht so kaltschnäuzig vor dem Tor wie gegen Mainz, wo sie aber auch schon die ein oder andere gute Möglichkeit liegen gelassen haben. Düsseldorf jetzt wieder, über 50 Minuten schon gespielt. Gieselmann mit der Flanke und John Zimmer ist diesmal selber der Nutznießer. Eins hat er klasse aufgelegt über eine recht ähnliche Flanke. Gieselmann sieht ihn am zweiten Pfosten. Wendell kommt nicht hinterher, sah auch beim 1:1 gegen Mainz nicht so gut aus nach einem Eckstoß. Und jetzt führten die Gäste mit 2:1 und das war nicht unverdient. Keine Stunde gespielt und wieder die Gäste. Karaman und Fink, das ist klasse gemacht. Schöner Ball von Karaman auf die Außen. Dodi, Luke Bakio, immer wieder anspielbar. Karaman verlängert und Oliver Fink mit dem 3:1. Konnte ja auch schon mit seinem Traumtor gegen den VfB Stuttgart allen Zuschauern imponieren. Und das hier ist ebenfalls klasse gemacht. Vielleicht nicht ganz so schön, aber die Technik ist dafür noch anspruchsvoller. Aus der Luft setzt er ihn an den Pfosten und von da springt der Ball in den Kasten. Riesenaufgabe jetzt für Leverkusen. 20 Minuten nur noch auf der Uhr. Bailey, Brandt und dann Kai Havertz gegen Michael Rensing. Was für eine Parade. Hält damit die 3:1 Führung fest. Jetzt wäre es natürlich nochmal richtig scharf geworden. 20 Minuten und ein Tor Vorsprung. Das ist was, was für Leverkusen sicherlich kein Problem ist. Jetzt lief den Gastgebern aber die Zeit davon und die Gäste konnten nochmal kontern. John Zimmer wieder, wirklich eine klasse Partie. John Zimmer muss den Ball in die Mitte spielen, macht selber, trifft da nur den Pfosten. Hätte er Luke Bakio in der Mitte gesehen, wäre das sicherlich das 4:1 gewesen. So bleibt es am Ende des Tages beim 3:1. Eine doch recht große Überraschung, dass Leverkusen hier verliert. Aber nicht unverdient, weil Fortuna Düsseldorf richtig stark gespielt hat und sich dadurch den Dreier verdient. Friedhelm Funkel hat seine Mannschaft mal wieder richtig eingestellt. Im Hinspiel musste der erste FC Nürnberg noch einmal lernen, was es genau bedeutet, in der Bundesliga zu spielen. Dortmund war dort gnadenlos und schlachtete die Klubberer ab. Jetzt hatten die Gastgeber sogar gegen Hannover 96 verloren und gegen Dortmund dann zu punkten nicht unbedingt einfach, aber ihnen gehörte die erste Möglichkeit und zwar Ondrej Petrak in der 15. Spielminute. Der kam wieder rein nach Gelbsperre, rückte er zurück in die Startaufstellung. Rein war ja sowieso glattrot gesperrt, der hat ja dieses brutale Foul gegen Hannover in der 10. Spielminute begangen. Über die linke Seite jetzt mal der BVB. Hakimi legt nochmal clever zurück. Thomas Delaney auf Mario Götze. Erstmal aber nur direkt in die Arme von Christian Matenia. An diesem Montagabend in einem vollen Max-Morlock-Stadion waren die Dortmunder relativ harmlos, aber spielten konzentriert. Auch das muss mal sein. Sie spielten ja unter der Woche noch gegen Tottenham. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Hakimi, Witzel nochmal. Thomas Delaney nach Sperre ebenfalls zurückgekehrt. Das ist jetzt ein guter Ball auf Mario Götze. Der nimmt sich mal ein Herz und erzielt das 1:0. Viertes Saisontor. Auch gegen Hoffenheim erfolgreich gewesen. Und der Gästeblock in heller Freude. Man merkte hier, wie wichtig Thomas Delaney ist. Der ließ eben nach hinten gar nicht zu im Zusammenspiel mit Axel Witzel. Wohl eine unschlagbare Kombination auf der Doppel-6. Und so führten die Gäste dann mit 1:0 nach 45 Minuten. Im zweiten Durchgang spielten sie weiterhin sehr konzentriert und wollten eben das 2:0 dann auch nachlegen. Guerrero mit der Flanke, Paco Alcácer auf dem zweiten Pfosten. Der war bis dahin fast komplett unsichtbar geblieben und der erzielte dann sein 13. Saisontor. 52. Spielminute und das war schon sowas wie die Vorentscheidung von Nürnberg, kam eben seit der 15. Spielminute nach vorne gar nichts mehr. Und nun wurden sie auch zu Recht bestraft. Muss man so hart ausdrücken. Für Matenia nicht mehr ranzukommen an diesen gut platzierten Kopfball, der dann eben den Weg in die Maschen trifft und findet.
Der BVB wollte nichts mehr anbrennen lassen, weiterhin das Spiel vom eigenen Tor fernhalten. Mario Götze mit der Flanke, die ist perfekt. Und dann stand es sogar 3:0. Gerade mal etwas mehr als 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und wir erinnern uns nochmal ans Hinspiel, das ja wirklich dramatisch endete für den ersten FC Nürnberg. Das sei mal vorweg gesagt, so schlimm wurde es hier heute nicht mehr, aber das 0:3 hier tat auch schon weh. Das Torverhältnis ist ja sowieso schlimm genug. Vielleicht hatte man nicht unbedingt mit einem Sieg hier heute gerechnet, aber in einem harten Kampf einen Punkt mitzunehmen, das wäre ja vielleicht noch möglich gewesen für den Club. Vor den eigenen Zuschauern, die machten ja auch gute Stimmung, aber es war einfach ein zu schwaches Fußballspiel. Der Kloberer, da fehlt die Qualität. Wissen vermutlich auch die Verantwortlichen. Noch einmal der BVB, 65. Spielminute, Sancho Witzel, das geht viel zu einfach, Mühl kann es erstmal rausbringen. Aber der BVB bleibt weiterhin im Ballbesitz, Rafael Guerreiro legt dann nochmal sich den Schuss auf, Paco Alcácer ist aber dazwischen, somit wird es auch nicht gefährlich. Jetzt schon in der Nachspielzeit, Nürnberg probiert es nochmal nach vorne zu spielen, aber auch nochmal ein Sinnbild für diese unglückliche Partie, die sie hier ablieferten. Sie sind vorm 16er, kommen einfach nicht zum Abschluss, weil der BVB konzentriert verteidigte und das machte, was nötig war. Und dann war diese Partie vorbei. Der BVB gewinnt standesgemäß mit 3:0 an diesem Montagabend, haben alles klar gemacht. Der späte Treffer in der ersten Halbzeit war dann wohl auch so der Genickbruch für die Kloberer und die müssen dann eben woanders die Punkte holen. Jo, das war's dann wieder mit der Prognose. Ich hoffe, Wilmers hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und tschüss.